Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Stefan vom Sommerhaus, der sich schwer verletzt hat. Nicht im Sommerhaus, aber ja, daheim und hat dort einen Unfall gehabt. Ich hatte ja schon gestern darüber berichtet, dass Theresia ja sehr nah am Wasser gebaut war und sich zu Recht auch Sorgen machte, aber auch sich dann auch zu Wort gemeldet hat und gesagt, okay, wir haben das abgesprochen und es wird sich ja um ihn gekümmert im Krankenhaus. Und ich bin ja hier gerade gebucht worden und bin jetzt hier gerade am Arbeiten und das ist dann noch alles so in Ordnung. Da haben sich wiederum auch viele aufgeregt, wie sie denn jetzt nicht nach Hause reisen kann. Ich finde, wenn zwei Menschen, die miteinander zusammen sind, das miteinander absprechen und beide das dann auch so für richtig empfinden, dann ist es deren Sache, dann geht uns das einen Scheißdreck an. Ja, muss ich mal ganz offen sagen. Ich könnte natürlich jetzt wieder sagen, nee, das muss sie jetzt da unbedingt nach Hause fahren, ins Krankenhaus und da das Händchen halten. Klar wäre das schöner und das würde sie, denke ich, glaube ich, auch normalerweise machen. Aber wenn man jetzt dafür mehrere 10.000 Euro bei Fernsehformaten gebucht ist, dann finde ich, ist das okay, wenn man das dann zu Ende abdreht. Ja, man kann ja nicht bei jedem Notfall dann sofort zu Hause sein. Ja, man ist ja auch beim normalen Alltagsleben auf der Arbeit und kann da auch nicht immer sofort weg, wenn man da vielleicht alleine einen Laden hat und abschließen muss. Da muss man auch erstmal warten, bis man da ins Krankenhaus fahren kann. Also wie gesagt, und wenn man jetzt im anderen Land dreht, finde ich das auch vollkommen legitim, bevor das unten wieder reingeschrieben wird. Er hat sich jetzt nochmal geäußert und auch über Raffi gesprochen und dass ihn das auch immer noch ärgert. Und warum ich ihn dort verstehen kann, werde ich euch nach diesem Ausschnitt erstmal zeigen. Und wundert euch nicht, ich habe einen kleinen Teil ausgeblendet, weil ich vermute, dass YouTube das nicht so gern hat. Das sind so ein paar Schläuche zu sehen und so weiter. Und das ist dann, glaube ich, für YouTube und für manche, die das vielleicht auch nicht so gern sehen, vielleicht nicht so schön. Deswegen habe ich euch das ausgeblendet. Ganz, ganz, ganz vielen Dank. Ich habe so viele tolle, liebevolle Genesungswünsche gekriegt zu meinem Unfall gestern. Und bin ganz überwältigt. Das tut der Seele so, so gut. So ganz typisch Gartenunfall, oben auf der Leiter, 3 Meter hoch. Die rutscht irgendwie weg, warum auch immer. Und darunter zeitlich ist mein Gartenzaun mit so einem Metalldreieckspitzen. Und da bin ich aufgespießt worden wie vom Schaschlik. Ich hing dann da, andere Leute mussten mich da wieder runterhieven. Das ging bis auf den Knochen. Heute Nachmittag weiß ich noch ein bisschen mehr, was ist. Auf alle Fälle wird es wieder. Glück im Unglück. Und die Theresia kommt auch bald. Die dreht ja im Ausland gerade und kommt bald möglichst auch, um mich zu unterstützen. Also ich bin wirklich ganz gerührt und dementsprechend Unkraut vergeht nicht und mit so viel positiver Zuwendung von euch erst recht nicht. Ich danke euch. Und dann nochmal zu dem Schimpfwort von Raffi. Ja, ich rege mich immer noch auf. Und Sam ist mittlerweile so ein Art Trittbrettfahrer. Wir sind im öffentlichen TV-Bereich. Manche Follower finden euch natürlich toll. Die finden vielleicht auch toll, ja, dass Kindesmissbrauch ist ein Kapitalverbrechen. Und wenn Schimpfwörter daraus entlehnt werden und das im öffentlichen TV-Bereich beispielsweise zu mir gesagt wird, dann ist das keine einfache Beleidigung mehr. Und dementsprechend völlig geschmackslos. So viele haben sich bei mir gemeldet, die Kindesmissbrauch erlebt haben, die zutiefst beleidigt und verletzt euch jetzt sind. Nicht nur ich, ja, mich betrifft es ja eigentlich gar nicht. Aber ich sehe einfach im öffentlichen Raum, wagt ihr solche Dinge und einen Teil eurer Karriere baut ihr womöglich dann noch auf, nicht nur zu bashen und zu beschimpfen und zu beleidigen, sondern sogar unter so eine Gürtellinie zu gehen. Ist das eure moralische Botschaft nach außen hin als Performer? Vielen Dank, Sam und Raffi. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum ich Stefan wegen Raffi auch verstehen kann. Zum einen hat sich da einiges im Sommerhaus, wie ich empfinde, hochgeschaukelt. Theresia war ja im Vorhinein eigentlich mit Sam Dillon sehr gut befreundet. Die ist ihm ja entfolgt. Also wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal rein. Da hat sie ja auch über das Ganze nochmal so ein bisschen gesprochen. Und man muss sagen, ich kann verstehen, warum sie einen Sam Dillon entfolgt, wenn sie mit ihm gut befreundet ist und über Jahre und Raffi nun mal ihr der Mann von Sam Dillon ist und eigentlich auch ihr Kumpel, dann gehören sich gewisse Dinge nicht. Und ich gehe ja mal davon aus, wenn die wirklich so gut befreundet waren, dass Raffi auch mit der Theresia zumindest gute Bekanntschaft hatte. Und
Ich empfinde das schon als ziemlich krass, wenn man dann von Kinder Punkt, Punkt, Punkt spricht. Und das ist dann keine normale Streitkultur. Da kann man sagen, ey, du benimmst dich mal gerade wie das letzte Arschloch, wenn man mal sehr deutlich werden will. Oder finde ich gerade total scheiße von dir oder meinetwegen. Ne? Also man kann auch mal straight die Meinung sagen. Aber so krass ausfallen zu werden und wiederholt auch, ja, wirklich auszurasten, finde ich sehr schwierig. Ich finde auch ein Sam Dillon, und ich wiederhole mich jetzt hier zum dritten Mal, aber ich muss das nochmal rauslassen, ich finde, der kommt viel zu gut in sämtlichen Sendungen weg. Er ist immer sehr intrigant, er kennt keine Freundschaften in den Formaten, ist dann vielleicht für einige von euch auch interessant oder lustig. Ich finde den aber ganz, ganz schwierig. Und sobald man, und das sage ich jetzt auch mal ganz straight, und ich weiß, ich mache mich jetzt damit unbeliebt, sobald man ihn mal kritisiert, dann kommt sofort sehr schnell die Homophobie-Karte. Und das kotzt mich massiv an bei ihm. Da habe ich Probleme mit. Keiner hat irgendwie Probleme mit seiner Sexualität. Die ist wirklich vollkommen egal. Ich glaube, die meisten in den Formaten haben auch nie irgendwas Böses zu ihm gesagt. Aber diese Intriganz und diese ganzen Machenschaften drumherum zu kritisieren, das sollte vollkommen normal sein. Und wenn er das auch bei Freundschaften macht, die er privat, ja, außerhalb der Formate kennt und dort Grenzen überschreitet und Partner dann massiv beleidigt unter der Gürtellinie, beziehungsweise sein Mann das tut, dann ist das schon sehr, sehr schwierig. Und Stefan hatte eigentlich dem Sam Dillon sehr gut den Spiegel vorgehalten, dass er halt kein guter Freund für die Theresia ist und generell sehr schwierig ist. Da konnte ich ihn gut nachempfinden. Ich kann aber auch verstehen, ja, falls der Stefan das hier sehen sollte, dass er manchmal so ein bisschen oberlehrerhaft rüberkommt. Er ist halt ein bisschen älter, er ist, ja, studiert, ja, ist Zahnarzt, ist eigentlich für so ein Format jetzt auch nicht unbedingt geeignet. Andererseits finde ich es auch mal ganz interessant, wenn auch mal Leute aus der vermeintlichen Oberschicht dann kommen, die dann ja wirklich seit Jahrzehnten erfolgreich sind, dann auch mal in solchen Formaten mitmachen, dass die dann vielleicht auch mal solch echt einfach gestrickten Leuten, und ich empfinde Sam Dillon gar nicht als so einfach gestrickt, ich empfinde den eher als, ich stelle mich mal blöd und mache diese Verona Feldbusch-Pot-Nummer draus, die sich ja auch blöd gestellt hat und eigentlich eine ziemlich smarte Business-Lady war und dann ja bis Ende der 90er, Anfang der 2000er aber immer noch dieses Dümmchen-Image durchgezogen hat, ähnlich wie auch eine Daniela Katzenberger oder viele andere, auch eine Evelyn Bodecki macht das zum Beispiel, ja, dass sie sich ein bisschen blöder stellen, ein bisschen naiv, lustig, sympathisch, nicht irgendwie bösartig und dann aber eigentlich dahinter wirklich auch viel Business steckt und viel auch Köpfchen und die gar nicht so blöd sind, wie sie dann immer tun. Ja? Und ich glaube, der Sam Dillon ist auch so und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass jetzt jemand das mal erkannt hat und ihm da auch mal den Spiegel vorhält. Auch wenn das natürlich sehr, sehr heftig war und vielleicht für manche auch ein bisschen too much, wie der Stefan da drauf ist und auch vielleicht, wie gesagt, auch zu oberlehrerhaft rüberkommt, was ich verstehen kann, hatte er nicht Unrecht im Kern. Und das ist mir ganz wichtig, halt hier auch nochmal zu sagen. Und auch wenn ich mich hier unbeliebt mache bei den Sam Dillon-Fans, das ist mir jetzt egal. Ich fand das wirklich auch unter aller Sau, wie der Raffi sich benommen hat, unter aller Sau, wie der Sam Dillon sich gegenüber der Theresia und auch den anderen Mädels da teilweise verhalten hat, die er da auch ins Messer laufen hat bei der Nummer mit, die auch sehr perfide war, so ein junges Pärchen, die sowieso schon so ein bisschen schwierig sind, ob man die jetzt mag oder nicht, wie eine Emma und ein Umut, so gegeneinander aufzuhetzen und dann nochmal Unruhe zu stiften, dass die sich vielleicht krass streiten, sich vielleicht im schlimmsten Fall trennen. Wie kann man das jetzt einfach nur fürs Spiel versuchen? Das finde ich irgendwie, könnt ihr da noch ins Spiel gucken, wenn die sich da vielleicht sogar ja, angegangen wären, vielleicht sogar angegriffen hätten oder wirklich komplett ausgerastet wären und sich getrennt hätten. Also ich finde das irgendwie so, ich fand das total übergriffig. Und ich bin kein Umut und kein Emma-Fan. Ja, also da kommt auch noch einiges für euch. Also wenn euch das interessiert, lasst gerne ein kostenloses Abo zu da. Und dann werde ich dazu noch was sagen. Aber vorneweg, ich bin kein großer Fan von denen, aber ich fand das ganz, ganz eklig, dass die da versucht haben, gegeneinander aufzuspielen in der einen Folge. Und da war Sam Dillon einer der Wortführer und der hat sich dann zurückgehalten, ja, und hat Theresia und hier Frau Klumack
ja ziemlich ins Messer laufen lassen, wie ich finde. Also gut, das soll es für dieses Video hier gewesen sein. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, folgt mir überall für mehr Infos. Schickt mir auch gerne zu, wenn es irgendwelchen Gossip gibt bei Instagram und Co. rund um Sommerhaus, aber auch bei anderen Themen. Wenn irgendjemand über irgendwen was sagt, schreibt mich an und schickt mir die Stories und ich werde ein Video zu machen. Bis dann und ciao, ciao.